Sie sagen, die sind warm. Es fehlen Eiswürfel. Das zweite Mal geht das jetzt schon zurück. Ja, nein, ich ertrag die nicht. Simon, was hast du vor? Keine Ahnung. Okay, sag mir, wie es jetzt schmeckt. Danke. Ein riesiger Unterschied. Mhm. War doch nicht so schwer. Ist ja auch derselbe wie vorhin. Da ist kein neues Eis drin. Es war meiner, in dem Eis fehlte. Vielleicht hat dein Freund dich falsch informiert. Ist jetzt nicht wichtig. Vielleicht übertreiben wir ein bisschen. Aber die Wahrheit ist, wir trainieren so viel, dass wir total ausgelaugt sind. Er kann doch die Säfte hier lassen, oder? Ja, ja, aber weißt du was? Ich hab Hunger. Bestellen wir uns was? Okay, was hättet ihr gern? Ein Sandwich mit Salat, Tomate, Käse und Karotte. Gut. Aber du legst zuerst den Salat drauf, dann den Käse, die Tomate und dann die Karotte. Ah, und von unten nach oben. Ah, lecker. Weißt du was? Bring mir auch so eins. Aber auf meins bitte zuerst die Tomate, dann ein Ei und dann den Salat drauflegen. Ohne Käse. Und vergiss die Karotte bitte nicht, Simon. Okay, bring ich euch. Simon, hey, könntest du die Bestellung bitte nochmal wiederholen? Nur damit du keinen Fehler machst. Keine Sorge, ich weiß es noch genau. Aber da ist doch nichts dabei. Wiederhol die Bestellung bitte. Okay, Leute, im Jam and Roller bereiten wir die Sandwiches auf eine bestimmte Art zu. Und das hier nervt, weil ihr mich von meiner Arbeit abhaltet, klar? Simon ist zuverlässig und verantwortungsbewusst. Natürlich bin ich... Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Ja, ja, bis auf Simon hier, der anscheinend keine Lust hat, uns zu bedienen. Hä? Und warum nicht? Gary, das stimmt nicht. Gary. Wir haben Simon lediglich gebeten, die Bestellung zu wiederholen, damit er uns nichts Falsches bringt. Aber wie es aussieht, fällt es ihm schwer, seine Gäste gut zu behandeln. Simon, ich möchte dich bitten, meine Red Shark Stars gut zu behandeln. Ich behandle sie gut, so wie alle hier im Roller. Aber die Bestellung werde ich nicht wiederholen, weil es lächerlich ist. Ich bringe ihnen, was sie bestellt haben und fertig. Und jetzt... Weißt du was? Ich vertraue dir, weil du ein sehr guter Kellner bist. Na los, geh ruhig. Ich finde, er könnte sich etwas mehr Mühe geben mit seinen Gästen. Wie er die anderen behandelt, ist mir egal. Aber uns Stars hat er sehr gut zu behandeln. Das gefällt mir. Dass ihr euch im Klaren darüber seid, dass in meinem Team nur Stars sind. Mal kosten. Oh, da fehlt Eis. Was? So hat er... Und bei dem fehlt eine Menge Eis.